Das ist ein handelsübliches Stromkabel und das ist Olaf Bader. Und Olaf Bader hat den Trick aller Tricks, wie man den Drall aus dem Kabel rauskriegt. Ihr kennt das, ihr wickelt ein Kabel ab und es verheddert sich komplett. Das Kabel ist relativ lang, ich schätze mal so gute 20 Meter hat das. Ja, bestimmt. 20 Meter. Stell dich mal kurz vor, du bist der? Olaf aus Selm. Olaf Bader aus Selm. Ja, und du hast einen Trick, wie man das richtig aufwickelt. Den habe ich auch mal gesehen, aber den wollte ich dir mal zeigen. Aber den kann man auch mal gebrauchen, wenn man beim Camp über seine Kabeltrommel fährt. So. Ist mir auch schon passiert. So. Also, man macht Folgendes. Erstmal nimmt man das Kabel ganz normal. Ja. Ich wickel es besonders klein, weil dann wird es besonders viel Drall geben. Ne? Und dann, ich mache es mal einmal schnell und wieder kurz. Also, du drehst den so und dann greifst du von innen rein und legst das Kabel so. Ja. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Kabel. Ja. So. Und das schont das Kabel? Das schont total das Kabel, weil es ja keinen Drall gibt. Du hast ja keinen Drall, keine Knicke, nichts drin. Aber so klein könntest du in der Länge ein Kabel niemals rollen. Ja, ich habe nämlich was Schönes. Du wirst gleich mal das Gleiche machen ohne diesen Trick. Und dann können wir uns mal den Unterschied angucken. Dann einmal. Gibst du mir dein Kabel? Das Kabel hatte noch nie einen Drall bei dir. Nee, das kannst du ja auch nicht. Ne? Weil du nimmst ja dir raus. So, das hat keinen Drall. Aber wir können das ruhig mal damit machen. Das ist ja fast wie Häkeln bei dir. Und das Coole dabei ist, also erstmal passt jetzt ein Riesenkabel, das ist ja wirklich ein Riesenkabel, passt ja in jede Kiste rein. Ja. Na, so. Und wenn du das jetzt abrollst, ich schmeiß das jetzt einfach mal hin, so wie man das halt so macht. Mhm. Und wenn du da jetzt mit losgehst, kannst du sehen, ich weiß nicht, ob ihr mich noch hören könnt, aber da vertüdelt sich nichts. Das hat keinen Drall. Ja, bis aufs letzte Stück. So, und wir sind übrigens darauf gekommen, weil wir heute gedreht haben und Olaf gesagt hat, ich brauche noch Strom. Nee, ich habe gesagt, ich brauche noch Strom. Du brauchst noch Strom. Dann habe ich gedacht, ach guck mal, da kann ich dir was zeigen. Das war's. Sehr schön. Wenn man das normal machen würde, wäre alles komplett verheddert, vertüdelt. Das kommt von der Tontechnik, glaube ich, oder? Ich habe es mal auf so einem Tontechniker-Lehrvideo gesehen. Weiß ich auch nicht. YouTube. Die bringen ja manchmal wirklich tolle Sachen. So, nochmal ganz normal. Kurz. Vielleicht also, nochmal. Einmal so. Normal. Und dann drunter. Drunter. Normal. Und drunter greifen. Geht mit der Zeit, wenn man es, ich mache es jetzt schon seit langer Zeit so, da geht das, siehst du das, da mache ich das genauso schnell wie mit jedem anderen Kabel auch. Funktioniert natürlich auch beim Schlauch, zum Beispiel Wasserschlauch. Wo es richtig einen Effekt bringt, ist bei Hochdruckschläuchen. Wer schon mal einen Hochdruckreinigerschlauch gewickelt hat, der weiß, was das ist. Und das geht mit Hochdruckreinigerschläuchen dermaßen genial, weil die erwürgen dich ja im Zweifelsfall. Mhm. Und ich hole mal eben einen. Da kann man sehen, wie selbst auch eng sich ein, so fertig, wie eng sich auch ein Hochdruckreinigerschlauch weglässt. Krass. So, und das ist unser neue Kabel, den wir heute abgeholt haben. Ich stehe in Selmborg. Da hat er extra auf Wert gelegt, dass es Selmborg heißt. Selmborg, da legen wir alle hier Wert drauf. Genau. So, guck mal, das ist ein Hochdruckreinigerschlauch. Und wer den mal gewickelt hat, der weiß so richtig, wie schlecht das ist. So, was hältst du mal das Ende bitte fest, ja, weil er starr ist? Ja. Dann kann man auch sehen, dass der auch keinen Drall hat. Und das ist beim Hochdruckreinigerschlauch nie der Fall. So, und das heißt das Gleiche. Den mal auf. Ja, ich kann ja nicht, ich muss ja filmen. Ja, aber ich wickel den. Ja. Also es geht sogar das starre Ding, weil das ist echt schwierig. Ne? So, selbst das geht. Und du hast hinterher keinen Drall. Also wer das kennt. Und wir alle wissen, soll man die Hochdruckreinigerschläuche nicht am Hochdruckreiniger lassen, weil die sich festsetzen. Mhm. Also, aber das macht keiner, weil alle immer sich das Ding um den Hals wickeln. Mhm. So geht's. Genial. So, der Trick 17. Trick 17. Von dir werden wir noch ein bisschen mehr hören, denn du hast Ovomo entwickelt. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ja. Aber wir werden jetzt mal den Camper anschließen. Danke, Olaf. Genau, du willst ja es gemütlich haben. Also. 11. Juli. Ciao. Ciao.